Ein großer Hoffnungsträger im Kampf gegen den Klimawandel sind neue Technologien. Innovationen, die Ressourcen schonen und zurück in den Kreislauf führen. Vorreiter hier sind oft junge Start-ups. Erfolgreiche Gründer verdienen das Rampenlicht. Davon sind die Initiatoren des KfW Award Gründen fest überzeugt, der in Berlin bereits zum 25. Mal vergeben wurde. Für die Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft und die Entwicklung des Standortes Deutschlands als Technologiestandort brauchen wir Mut, Kreativität und Unternehmergeist. Die heutigen Preisträgerinnen und Preisträger haben dies unter Beweis gestellt. Ich freue mich deswegen ganz besonders auf diese Veranstaltung, weil wir heute Vorbilder sehen werden und wir als KfW leisten einen wesentlichen Beitrag für junge Unternehmen, sich zu entwickeln. 16 Landessieger wurden auch in diesem Jahr von der KfW ausgezeichnet. Allen gemeinsam ist der Wille, die Welt ein Stück besser zu machen, wie etwa die Firma Icho aus Duisburg mit ihrem Therapieball für demenzerkrankte Patienten. Ich glaube, man darf sich wirklich von all diesen Hürden und allem, was man denkt, was auch gerade jetzt wie ein großes Hindernis wirkt, nicht unterkriegen lassen. Also wenn man eine ganz klare Vision hat oder eine Idee hat, wie man die Welt besser machen kann, wie man etwas ins Leben rufen kann, dann sollte man das verfolgen. Und ich glaube, das ist etwas, wofür solche Auszeichnungen wie heute ganz wichtig sind, dass das auch belohnt wird. Belohnt mit dem Sonderpreis Social Entrepreneur wurde Wild Plastic aus Hamburg. Dort werden Plastikabfälle aus Entwicklungsländern zu Recycling-Mülltüten wiederverwertet. Große Probleme mit kleinen Schritten mutig anzugehen, das überzeugt auch die Politik. Das ist die Zukunft unserer Wirtschaft, die ja auch von Transformationen hin zur Klimaneutralität geprägt sein wird. Und dafür braucht es zum Teil ganz neue Ansätze, die in klassischen Unternehmen vielleicht nicht immer sofort geboren werden, sondern in den Köpfen der Gründerinnen und Gründer. Und deswegen brauchen wir die so dringend. Bundessieger wurde die sächsische Firma Lux Chemtech. Ihr ist es mit patentierten Verfahren gelungen, wertvolles Silizium, etwa aus ausgedehnten Solarpanels, wieder zu verwerten. Dieses Erfolgsbeispiel beweist, dass der Mut zur Gründung nicht altersabhängig ist. Ich habe also mit 55 gegründet und das bedeutet, es ist nie zu spät, erstens. Und zweitens, ich hätte, wenn ich gewusst hätte, was es bedeutet, hätte ich viel eher gegründet. Neu war in diesem Jahr, dass KfW Capital erstmals erfolgreiche Investorinnen und Investoren von Startups ausgezeichnet hat. Prämiert wurden Persönlichkeiten in den beiden Kategorien Best Female Investor und Best Impact Investor. Das Credo: mehr nachhaltige Lösungen finanzieren und mehr Frauen ermutigen. Ich glaube, das geht immer ganz stark durch Vorbilder. Also dadurch, dass wir einfach viele Gründerinnen investiert haben oder wir haben natürlich auch viele, die sich bei uns bewerben für verschiedene Stellen im Investmentbereich, weil die einfach sehen, wir sind jetzt auch zwei Frauen, die einfach einen eigenen 100 Millionen vorgestartet haben, dass sie sich da animiert fühlen. Das ist auch das erste Mal, dass sie vergeben, dass ein Signal an andere Gründer ist, dass sich was tut in dem Bereich. Eben dieses Ökosystem, was wir uns erhofft haben vor 3 Jahren, als wir tatsächlich so ein bisschen Pionierarbeit geleistet haben, ja, dass es jetzt halt da ist und dass man sogar einen Preis bekommen kann. Ja? Also ich meine, das ist auch super. Ja? Am Ende konnten sich die prämierten Preisträger über insgesamt 45.000 Euro Preisgeld und viel Applaus für ihren Gründergeist freuen. Ein Meilenstein für alle, dem nun hoffentlich weitere folgen werden.